Chemnitz in Sachsen. An dieser Stelle starb Daniel H. Der Ort ist zur Gedenkstätte geworden. Dieses Foto ist 5 Stunden vor dem Tod von Daniel entstanden, als er gemütlich mit Freunden zusammengesessen hat und Karten gespielt hat. Das war Mord! Das war Mord! Das war Mord! Das war Mord! 9 Tage später, 160 Kilometer entfernt in der Stadt Köthen, wieder ist jemand ums Leben gekommen. Wieder treffen sich Menschen zu einer Kundgebung. Und ihr wollt uns erzählen, wir sollen mit solchen Todesfällen zu leben lernen? Nein, ihr lernt zu leben, was unsere Rache und unser Widerstand heißt. Deutschland wird sich ändern und da gibt es keine Zweifel dran. Die da hinten werden als erstes brennen. Brennen! Und ihr habt mich richtig verstanden. Vergangener Samstag in Köthen. An diesem Spielplatz eskaliert ein Streit zwischen mehreren Afghanen. Der Deutsche Markus B. kommt dazu und will helfen. Einer der Afghanen attackiert ihn. Markus B. stirbt. Wenig später steht die Todesursache fest: Herzversagen. 2 Afghanen sitzen inzwischen in U-Haft. 1 Tag nach der Tat. Im Internet wird mobilisiert. Tausende folgen am Sonntagabend dem Aufruf. Die Bürger versammeln sich am Tatort zu einer spontanen Kundgebung. Die Stimmung ist aufgeladen. Ich glaube nicht, dass einer von diesen Mistmagen, und so möchte ich sie nennen, nicht einer von diesen Mistmagen hat die Courage, einen von diesen Goldstücken aufzunehmen, was sie feige sind. Wenn sie genau das wiederbekommen, was sie uns zumuten, und zwar Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist ein Rassenkrieg gegen das deutsche Volk, das hier passiert. Und dagegen müssen wir nicht sein. 1 Tag später. Wir sind in Köthen und wollen wissen, wie die Stimmung ist. Wir versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Also wollen Sie nichts dazu sagen? Okay. Ich wollte nur wissen, warum ihr hier demonstriert. Wir stoßen nicht nur auf Ablehnung. Viele Bürger haben Gesprächsbedarf. Viele haben Angst und wenn man irgendwas Falsches sagt, könnte man vielleicht der Nächste sein. Aber es ist traurig. Schiebt die Leute ab. Die haben gesagt, Mensch, jetzt gehen wir nach Europa, besonders nach Deutschland. Da kriegen wir alles. Und das ist ja auch so. Das Leben im Paradies, ohne zu arbeiten, auf unsere Kosten, unser Geld ist es. Die kommen ja immer alle in Massen an und dann schon mal allein immer die Sprache, und das macht einen schon, dann kriegt man schon Panik, kriegt man schon Angst. Ich bin der Meinung, bei so einem Fall muss es die Todesstrafe geben. Wir müssen wieder die Todesstrafe einführen. Für so eine Fälle ja. Chemnitz. Mit dem Tod von Daniel H. begannen die Auseinandersetzungen auf den Straßen und Plätzen. Deutsche, Deutsche! Auslieferung! Am 26. August war Rula Saleh in der Innenstadt unterwegs. Die Sozialarbeiterin stammt aus dem Libanon, lebt seit 17 Jahren in Deutschland. Ich kann das, was hier abgelaufen ist, nur beschreiben als eine Hetzjagd. Wenn man sieht, dass Menschen vor Angst fliehen und rennen und sie verjagt werden, dann kann man die Sache nur beim Namen nennen. Rula Saleh fängt die Stimmung, die am 26. August in der Stadt herrscht, mit ihrem Handy ein. Sie steht zunächst in der Rathausstraße in der Chemnitzer Innenstadt. Es ist 17 Uhr. Die Stimmung ist aufgeheizt. Die 40-Jährige macht mit ihren Rufen die Demonstranten auf sich aufmerksam. Auch sie wird bedrängt. Da ist ein Mann und eine Frau auf mich losgekommen. Die waren Hand in Hand und haben mich verdrängt nach hinten. Rassisten! Rassisten! Lass mich los! Rassisten! Rassisten! Ja, am helllichten Tag marschieren die, ohne dass die Polizei ihnen Aufhalt gebieten kann. Die Polizei war leider unterbesetzt und ich habe mich noch nie so unsicher gefühlt. Rula Saleh läuft weiter in Richtung Johanneskirche. Sie beobachtet durch Zufall genau die Situation, über die derzeit ganz Deutschland streitet. 2 junge Migranten werden verfolgt. Du bleibst
Ach, und dann hinter rein, ihr Fotzen! Das Video des Vorfalls wurde von einem linksgerichteten Twitter-Account am Abend des 26. August mit dem Titel Menschenjagd gepostet. Wer hier gefilmt hat, ist nicht bekannt. Die Authentizität des Videos hat der Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, in einem Interview mit der Bild-Zeitung zunächst in Frage gestellt. Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist. Also das ist hier die Stelle, wo dieses Video gemacht wurde. Und man sieht den Pfeiler, die Werbetafel und auch die Kirche im Hintergrund. Und ich habe von dort beobachtet, wie die jungen Männer verjagt wurden und hier über die Straße gerannt sind. Und dann habe ich richtig gesehen, dass Leute sie verjagt haben. Und deshalb sind sie in den offenen Verkehr rein so gerannt. Zu sehen ist in dem Video Ali Hassan S. Zeitlich direkt vor dem Vorfall hat er selbst mit seinem Handy gedreht. Sein Video zeigt seinen Freund, der mit ihm flüchtete. Und auch die Verfolger sind zu sehen. Auch Ali Hassan S. filmt mit seinem Telefon Menschen, die rennen. Kurze Zeit später sei ihm das Handy aus der Hand geschlagen worden. Als ich sie gefragt habe, warum sie das tun, da haben sie mich ins Gesicht geschlagen. Dann sind wir weggerannt. Maaßen bezweifelt mittlerweile nicht mehr die Echtheit des Videos, sagt, seine Äußerung sei falsch verstanden worden. Rola Saleh ist sich sicher, dass es für die Vorgänge in Chemnitz nur eine Bezeichnung geben kann. Wenn Menschen auf offene Straße, in offenen Verkehr rennen und fliehen müssen, weil sie Angst haben, gibt es kein anderes Wort, das beschreibt als Hetzjagd.